Willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute ein Aufgebraucht-Video für euch und wir legen gleich mal los. Hier haben wir ein Pudding von Doni. Schoko und Vanille. Hier waren 4 Stück drin. Das sieht so aus. Diese kleineren sind das. Ja, hier sind wie viel drin? 115 Gramm sind in 2 Packungen, also sind 230 müssten, glaube ich, sein. Genau, Gramm. Also leer gemacht, Pudding mit Vanille und Schoko. Dann habe ich hier noch Soßenbinder von Rewe. 250 Gramm sind hier drin. Die ist ausgegangen, ja. Wir finden die gut, egal was für eine Marke ist eigentlich, ob von Netto, Rewe, Kaufland. Ich finde die eigentlich immer gut. Ich nehme immer meistens immer die teure Variante, weil die ein kleines bisschen besser ist als die billige Variante. Aber die teure Variante hole ich aber nur, wenn die im Angebot ist, also wenn die ein bisschen runtergesetzt ist. Genau, dann kostet das eigentlich fast das gleiche wie das billigere. Ja, da kann ich mir auch das teurere mitnehmen. So, dann habe ich, aber das billige ist aber auch gut. Auch keine, kaufe ich auch das billige nach. Hier habe ich einmal Weizenmehl Typ 405, 1 Kilo. Ist einmal das hier. Ja, das habe ich zum Backen gebraucht, weil wir ja ein paar Muffins gebacken hatten. Da hatten wir noch Zucker, Puderzucker, ist auch alle, ist aber jetzt nicht mehr hier drin. Streusels hatten wir benutzt, ja. Genau. So, dann haben wir hier noch von Zott Monte, hier diese zum Essen für unterwegs, hier diese 4er, hier sind 4 Stück drin gewesen, diese wie Milchschnitte sind. Ja, die waren sehr lecker gewesen. So, dann haben wir hier noch von Kaufland 10 frische Eier, Bodenhaltung, Güterklasse 10. Das sind einmal die hier, 10 Stück. Die sind jetzt in weiß gewesen. Ja, sind lecker. Kaufen wir auch immer wieder nach. Toilettenpapier ist auch alle gegangen. Küchenrolle. Das ist ja normal. Das ist ja das, was man eigentlich immer braucht. Dann haben wir hier noch von Jakobs Classic 3 in 1. Hier sind 10 Stück drin. Das sind diese Packungen. Die trägt man Freunde sehr gerne. Hier sind 180 Gramm drin. Gibt es bei Rewe, bei Rossmann. Bei Rewe, ja, doch bei Rewe auch. Genau. Die holen wir auch meistens, wenn sie im Angebot sind. Dann schlagen wir mal ein bisschen zu. So, dann habe ich hier noch ein paar Birnen. Klasse 1. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Klasse 1. Hier sind 1 Kilo drin gewesen, die waren in Kaufland im Angebot gewesen. So, dann haben wir hier noch von Rewe eine Haarmilch mit 1 Liter drin. Die nehmen wir immer, die 1,5 Milliliter Milch, 1,5% Fettmilch so gesagt. Nehmen wir auch immer sehr gerne, ich mag diese 3,5 nicht so wirklich. So, dann habe ich hier noch Salami, Landsalami geräuchert, 30 Scheiben sind drin und es sind 500 Gramm drin. Das sieht einmal so hier aus. Ja, ein bisschen. Genau. Achso, dann haben wir noch von Radler ein Bier, ein 6er-Pack mitgenommen mit 0,5 Liter. Da sind einmal die hier, da sind nochmal so 6 Stück drin. Ja, das gerade ist auch drin. So, das geht dann auch gleich in die Mülltonne. So, dann haben wir hier noch Zwiebeln leer gemacht und Hackepeters leer gemacht. Das sind 250 Gramm drin. Das sind einmal die hier, die waren runtergesetzt im Angebot gewesen für 1,50 Euro gewesen. Ich muss nochmal den Beutel hier aufmachen. So, dann haben wir hier noch, Entschuldigung, wenn ich immer auf dem Bildschirm gehe.
Hier noch Schinken-Leone. Hier sind wie viel Gramm? 200 Gramm drin. Das ist einmal die hier. So, dann haben wir hier noch vom Belegtest Baguette Hähnchen und Gouda. Das sieht so hier aus. Das war so ein belegtes Brötchen gewesen. Ja, 220 Gramm sind hier drin. So, dann haben wir hier noch von Duo Schokocreme. Das ist hier ein Nutella. Das ist mit der weißen und braunen Schokolade gewesen. Hier sind 750 Gramm drin. Die essen wir, den Nutella essen wir sehr, sehr gerne. Entschuldigung. So, dann haben wir hier noch von Feine Quarkcreme Stracciatella mit 200 Gramm leer gemacht. Das ist einmal das hier. Genau, dann muss ich nochmal die andere Tüte hier holen. Dann haben wir hier noch Cappuccino leer gemacht. Das war in zwei Schwanderpaket drin gewesen. Das hier, hier waren 500 Gramm drin. Das ist sehr, sehr lecker. Also mega. Dann habe ich hier noch einmal Fensterfliegengitter, 130 x 150 cm. Das ist einmal das hier. Das kann man am Fenster dran kleben. Habe ich immer mein Fenster dran, ist auch super. Das lässt wirklich auch die Fliegen draußen, wo sie hingehören. Weil ich habe immer so oft das Fenster offen, also sperre weit offen, und da kommen immer diese Fliegen rein. Und das hasse ich wie die Pest. Ja, dann haben wir hier noch etwas von Muppet Color Pads. Das sind solche Maldinger hier mit Farben. Da war gelb, grün, rot und blau drin gewesen. Für das Kind gewesen zu malen. So, dann ist leer gegangen von Hubing Imprägnierspray Langzeitschutz. Hier sind 400 ml drin. Das ist einmal das hier. Das habe ich jetzt von Rossmann. Das ist supi. Also kaufe ich mir auch wieder nach. Auf jeden Fall. Ist jetzt bei mir leer gegangen. Muss ich auf jeden Fall nachkaufen. Okay, dass man das draußen sprühen muss, ist ja klar, weil das ein bisschen... Aua. Das habe ich mir wehgetan. Entschuldigung. Ja, dass man das draußen sprühen muss, ist ja klar, weil das noch ein bisschen ein Geruch drin hat. Naja, den möchte man, glaube ich, nicht in der Wohnung haben. So, dann habe ich von Dentalux Complex 3 Mint Fresh Zahnpasta leer gemacht. Hier sind 125 ml drin. War auch super, die kaufen wir eigentlich meistens immer nach. So, dann haben wir hier noch vom Palazzo Kaffee Italiano Kaffeemaschinenreiniger. Den kannst du auch für den Wasserkocher benutzen, dass der Kalk ja weggeht. Und der hier ist von Action, der ist supi. Man braucht wirklich nicht so viel da reinmachen, das ist sowas von gut. Das hält, das ist schon fast ein Jahr alt. Und das ist erst alle gegangen. Hier sind 250 ml drin, ist wirklich super. Kannst du auch für den Wasserkocher nehmen, für die Kaffeemaschine. Eigentlich alles, was du entkalken möchtest, kannst du gerne dafür benutzen. So, dann haben wir noch eine Zahnpasta für Kinder. Zahngel für Kinder, neue Rezeptur. Kariesschutz für Milchzähne mit Fluorid von 0 bis 6 Jahre mit Erdbeergeschmack. Das ist das hier, das habe ich bei Netto geholt. Hier sind 100 ml drin, ist gut. Aber ich finde die neue Rezeption nicht so ganz so gut, weil die nicht so schäumt. Ja, ich mag das mir lieber, wenn ein Zahn schäumt, also auch beim Kind, weil ich ja auch ab und zu nachputze so ein bisschen. Wegen Backenzähne vergisst ja meistens das Kind. Und wenn ich das dann so putze beim Kind, dann ja, man denkt, du hast gar nichts mehr drauf auf der Zahnbürste. Dann denkt man, okay, ich muss noch was drauf machen, dass überhaupt was auf deinen Zahn drauf kommt. Ja. So, dann haben wir hier noch, ich habe hier ein Haar,
Strateker, ne? Strawberry Cheesecakes. Cheesecakes mit einmalig süß, ohne Kalorien, aromatischer Fruchttee mit Erdbeer-Käsekuchen-Aroma. Das ist einmal der hier. Der ist sowas von gut. Also ich liebe diese. Von Teekanne. Die sind wirklich sehr gut. Also das ist nicht so wie bei dem bisschen günstiger Variante. Man schmeckt wirklich den Unterschied raus. Von ein bisschen mehr Geld ausgibt, als wenn man die günstige Variante nimmt. Also jetzt die ganz günstige mit Pfefferminztee geht das. Und mit Fencheltee und mit mit Fenchel und Kamille. Aber dann gibt es noch diese andere ohne Teekanne. Ich weiß nicht, welche das jetzt genau sind. Die sind nicht so gut. Also die hatte ich auch gehabt, aber man schmeckt nicht so den Geschmack richtig raus. Das finde ich an denen dann wirklich besser. So. Was habe ich hier noch? Zwei Masken. Einmal habe ich einen von Niacinamid Maske. Das ist immer die hier, die hat schon euch ja gezeigt. Die war wirklich sehr, sehr gut gewesen. Die hat hier auch hier unten schön ein bisschen die Fältchen gelindert. Das war wirklich so. Schönes Haar. Das kitzelt. So, ja, das war auch von, die ist auch von Korea. Und die war von Action gewesen, also 20 ml. Und die von Action, die Masken, die haben so viel Serum drauf. Das ist sowas von, ja, schön einfach. Man kann das, wenn man die Maske benutzt hat, das dann liegen lassen noch oder für den nächsten Tag oder für den Arm nochmal schön hier schön drauf machen, dort wo gerade die Fältchen am meisten sind. Das lindert trotzdem die Fältchen. Auch wenn man die Maske nicht komplett drauf macht, sondern nur dieses Gel hier drauf macht, ist es trotzdem mega, mega gut. Mensch, Haar. Nerv ich nicht. So, dann haben wir noch eine Maske. Das ist die von Petite Ami. Das ist einmal diese Maske. Das war hier diese. Mit diesem schönen Muster. War nicht gut. Hat nicht gehalten. Aber gestrafft hat sie die Haut. Also die Haut hat es gestrafft, aber die ist für mir irgendwie immer runtergerutscht. Hier so. Ich weiß nicht warum, aber die ist mir gerutscht. Aber sonst war die in Ordnung gewesen. Gestrafft hat sie das, was sie machen sollte. Verjüngerte Tuchmaske für das Gesicht. Ach. Ja, verjüngerte Tuchmaske. Okay, so jung. Ja, mittelmäßig. Ja, war in Ordnung, kann man nachkaufen. Ja, ich weiß nicht, warum die bei mir immer runtergerutscht ist. Ich weiß nicht, warum. Warum die nicht gehalten hat, verstehe ich nicht. Weil sonst war die Maske eigentlich mega gut gewesen. Ja. So, ich hole nochmal schnell den zweiten Beutel und dann geht's weiter. So, dann habe ich hier noch von Schwepp, Coca-Cola und Orange. So eine kleine Mini-Flasche. Hier ist aber kein Pfand drauf, verstehe ich auch nicht. Sonst ist bei den Dosen immer Pfand drauf. Na egal. So, dann habe ich hier noch ein paar Chips. Ein paar Ringel. Chips mit Zwiebelgeschmack, das sind die hier. Die waren sehr, sehr lecker. Die habe ich im Angebot gekauft. Ja, so, dann habe ich hier noch zwei Gläser von Ovo Martine leer gemacht. Oh, ich liebe Ovo Martine. Wir lieben das alle drei. Die schmecken sowas von lecker. Oh, hier dann auch vielleicht mal zwei Gläser alle. Oh, Entschuldigung, das hat geklimpert. Ja, so, dann haben wir hier noch einmal Buttertoast. Das ist von Rewe, das Buttertoast. Ja, das esse ich am liebsten. Dieses Buttertoast von Rewe. Das ist sowas von weich, saftig, aber alles wird immer so teuer. Ja. So, dann habe ich hier noch eine Realgenuss, eine Margarine. Ja, das ist jetzt nur dieses Ding jetzt, das ist aber die Margarine.
Ja, mit 39% Fett. Ja, eine ganz normale Margarine für die Butter. Also ich nenne das als Butter. So, noch irgendwas in der schönen Tüte drin. Ja, das letzte. Hier haben wir von dem 2 Lachgummi. Die hier. Die waren auch sehr, 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 sehr lecker. Also, liebe ich, liebe ich, liebe ich. Genau. Ich gucke nochmal schnell in die Tüte, ob noch was drin ist. Nö. Die Tüte ist jetzt leer. So, das war ja der feine kleine Aufgebraucht-Video von mir gewesen. Ja, das ist jetzt von Juli. Ja, von Juli. Nee, von Juni. Von Juni ist das der Aufgebraucht-Video. Von Juni. Ja, kam jetzt ein bisschen später alles, weil ich war jetzt erst krank gewesen. Dann hatte ich gerade keine Zeit richtig gehabt, gerade ein Video zu drehen. Es tut mir auch wirklich leid, dass jetzt gerade letzte Woche keine Videos hochkamen. Tut mir sehr leid, sehr, 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 sehr leid. Das kommt auch nicht mehr so mal vor. Aber wenn man krank ist und gerade Stress hat, da kam ich ja da überhaupt nicht dazu. Und ja, dann hatten wir noch Besuch gehabt, alles. Und ja, ging leider nicht. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Manchmal hat man halt mal, ja, ich hatte ja eigentlich was zum Drehen gehabt, alles, aber keine Zeit gerade gehabt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Es kommen aber auch wieder regelmäßig Videos wieder. Verspreche ich euch. Ja, genau. So, das war jetzt mein Aufgebraucht-Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen, über einen Kommentar. Und wenn ihr unten die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch kein einziges Video mehr von mir. Es ist kostenlos, die Glocke zu aktivieren. Ihr unterstützt mich dafür, dass ich ein bisschen weiterkomme und dass ich liebe Abonnenten wieder mit mehr bekomme. Das freut mich immer sehr. Genau. Weil nämlich bald wieder auch eine Verlosung vorsteht. Eine Maskenverlosung. Genau. Aber das wird noch ein kleines bisschen dauern. Die kommen, glaube ich, so in Ende Juli. Genau. Ich hoffe, das freut euch und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Video. Tschüssi, meine Lieben. Ich freue mich, dass ich euch wieder ein paar schöne Videos machen kann.